Hallo meine Freunde, hier ist wieder der Zyklopenschreck und ich begrüße euch zu Teil 2 von RimWorld, dem bestimmt nicht Bibi-bashenden Folgen oder Serien, so wie das alle anderen jetzt aktuell auf YouTube machen. Nein, auf den Zug gehen wir nicht, denn das Einzige, was wir bashen, werden Kobras und Panther sein, aber auch noch nicht sofort, sondern eben erst dann, wenn wir ein bisschen fester aufgebaut sind. Wir haben die Nacht auf jeden Fall ruhig überstanden, da gab es eigentlich auch gar nicht so viel, deswegen zumindest einen Teil von der Nacht jetzt mal übersprungen. Alle geben sich erstmal ein schönes Frühstück, außer der Gibson, der ist ja ein bisschen länger wach geblieben, hat dann noch transportiert. Und wir sehen zu, dass wir uns jetzt hier ein bisschen reingebaut kriegen. Diese Kobra, die ist auch ein bisschen, die ist mir nicht so ganz geheuer. Wenn der Spicy mal ein bisschen aggressiver wäre. Aber der ist auch schon 11 Jahre alt. Ah, was haben die denn für einen alten Hund da mitgenommen? Die legt ein Ei. Kobra ist schwanger. Okay. Naja, wie dem auch sei. Wir buddeln uns auf jeden Fall jetzt hier weiter rein. Sieht ja an sich schon mal nicht schlecht aus. So, um aus dem Ganzen hier einen Innenraum zu machen, ihr seht, es ist immer noch außen, müssen wir eine Wand platzieren und auch eine Tür. Das machen wir hiermit. Und dann haben wir daraus einen Innenraum gemacht. Okay, was hat sie jetzt umgebracht? Na, die Schlange, die war jetzt hier brav. War es hier oben? Ach, da oben. Der Panther hat einen Affen umgebracht. Okay. Kann man mal so machen. So, wir warten auf jeden Fall jetzt, bis sie hier ein bisschen weiter gebaut hat. Er räumt auf jeden Fall hier weiter um. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Okay, Theo ist auf jeden Fall fast schon fertig, seine Pflanzen anzupflanzen. Oder in dem Fall hier die Erdbeeren. Dann wird er uns mit Sicherheit auch helfen können oben. Diese Rationen verrotten auch. Ihr seht, die Leben verlieren sich, weil eben die in der freien Bahn draußen liegen. So, da es jetzt auch schon langsam wieder dunkel wird, 18 Uhr, können wir auf jeden Fall schon mal die ersten Schlafplätze hier reinsetzen. Auch für das Tier. Damit sind die auf jeden Fall schon mal nicht mehr draußen, sondern drinnen. Und können da dann eine erholsame Nacht verbringen. Wobei ich glaube halt, so viel Zeit haben wir noch. Wir können auf jeden Fall Betten bauen. Das wird sie jetzt, denke ich, auch schnell machen. Holz ist auf jeden Fall genug da. Zack, zack, schnell ein paar Betten bauen. Konstruktion fehlgeschlagen. Da sind wieder ein paar Hölzer dafür draufgegangen. Aber da hätten wir zumindest schon mal alle dabei. Onisan, Tiwa und Gibson. Können dann wenigstens schon mal alle schlafen dann, wenn sie soweit sind. Haben dann immerhin mal ein Bett. Schlafen zwar immer noch nicht alleine, aber das ergibt sich dann ja aus dem Bauvorhaben. Schütze Matteo ist jetzt auch zum Träger geworden. Der holt uns jetzt hier auch noch ein paar Sachen, damit wir gleich alles hier haben, was wir brauchen. Und damit ist dann wieder eine Nacht zu Ende. Beziehungsweise ein Tag zu Ende. Die Nacht kommt ja erst. Und da heißt es dann wieder warten. Da gehen wir dann einfach mal auf die schnellere Geschwindigkeit, damit die Nacht ein bisschen schneller rumgeht.
Wenn normalerweise alle schlafen, hat man nachts nicht so viel zu tun. Wie süß. Alle am Schlafen. Okay, Gibson hat Heißhunger. Und er arbeitet einfach weiter. Kann man mal so machen. Einfach mal nachts loswandern und Sachen holen. Okay. Da wird auf jeden Fall weitergebaut. Hier können wir auch wieder die Sachen raustragen lassen. Das macht ja der Gibson ganz gut. Wenn er nicht gerade hier den Wolken zuschaut. Ich würde sagen, er ist schon fertig, genau. Hier hat er alles angebaut, hier hat er alles angebaut. Okay, das heißt, er wird sich auch jetzt vermehrt dem Schleppen widmen. Oder hat er nichts zu tun? Geht spazieren. Okay, hier sind wir auf jeden Fall auch fertig. Das heißt, wir können dann hier weiter die Gänge bauen und fangen dann an, schon die ersten Zimmer auszuheben. Spicy hat eine Nahrungsmittelvergiftung gekriegt. Hat aber dafür Gehorsam gelernt. Super, jetzt haben alle nichts mehr zu tun. Wir können eigentlich jetzt auch mal auf die zweite Geschwindigkeit wieder machen. Nicht auf die dritte, das ist alles ein bisschen arg schnell. Haben hier 23 Grad drinnen, 27 außen. Also man sieht alleine schon, das Bauen eines Raumes macht viel an der Temperatur aus. Ja, da hat man es gerade gesehen, der Gibson versucht, sich an Tio ranzumachen, aber der zeigt ihm nur die kalte Schulter, ist ja klar. Störter Schlaf, ungemütlich. Ja. Am Anfang ist das noch nicht so tragisch, man hat ja auch hier noch diese neue Kolonie-Optimismus für die ersten Tage. Das heißt, bis man die ersten Räume hat, kann man das auf jeden Fall so durchhalten. Gibson hat, ja, der ist kurz vorm Zusammenbruch. Wie soll es denn auch anders sein? Wir tragen dann erstmal die Steine weg. Wir bauen dann da schon mal eine Tür hin. Und dann kann der Erste schon mal ratzfatz darüber. Das heißt, der Erste hat dann jetzt schon mal sein Zimmer, während die anderen beiden noch zusammenschlafen. Aber das wird sich dann ja auch innerhalb des nächsten Tages dann regeln. Ich meine, wir haben auch alle zum Reinigen verdonnert. Mehr oder minder, genau. Die Priorität, wie ihr auch seht, fängt von hier oben an, geht nach unten. Das heißt, habt ihr mehrere mit zwei. Jetzt in diesem Fall wird sie als erstes die Priorität aufsehen haben, danach Brauen, danach Bergbau und danach Transport und dann erst Reinigen. Das heißt, sie könnte man theoretisch bei Transport zu einer 3 machen, damit sie erst reinigt und dann anfängt zu transportieren. Weil wir haben ja nämlich schon zwei Stück, die eben hier Steine transportieren. Denn ihr habt dann hier die Möglichkeit, hier unten auf diesen Kopf drauf zu drücken. Und damit seht ihr die Schönheit eines Gebäudes aus den Augen eurer Bewohner. Und da seht ihr nämlich, dass zum Beispiel Schmutz, so wie hier die 16, oder Geröll mit 21 sehr, sehr stark auf die Schönheit niederschlagen. Betten natürlich sind dann sehr vorteilhaft. Aber ihr seht zum Beispiel auch hier, die Mauern mit minus 2 sind auf jeden Fall nicht schön. Und die müsst ihr dann auf jeden Fall durch andere Mauern ersetzen. Und da ist es meines Wissens eigentlich egal, aus welchen Materialien die Mauern sind. Nur wenn ihr natürlich eine Verteidigung haben wollt, was später wichtig ist. Denn wenn ihr zum Beispiel Batterien habt, die können immer mal wieder explodieren durch einen Kurzschluss.
Und wenn ihr da Holzmauern habt, dann, ja, die sprengen euch einfach weg und können und dann am Ende die ganze Höhle zum Einsturz bringen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Mauern aus stabileren Materialien wie Stahl oder gewissen Steinen zu bauen. So, wie soll eure Gemeinschaft heißen? Wir nennen sie die Zyklopen Shreks. Und der Ort, wie nennen wir den? Ja, einfach, weiß ich nicht, wie nennen wir diesen Ort? Mein Gott, Mountain Town. Oh, ohne I. Mountain Town. Okay. Das hätten wir schon mal erledigt. Hier wird schön weiter geschleppt. Nach dem Schleppen wird gebuddelt. Und dann sehen wir auch zu, dass wir die noch ein extra Räumchen noch mit ausbauen. Also ich will auf jeden Fall schon mal 4 Räume ausgebaut haben, denn es kann immer mal recht schnell dazu kommen, dass wir einen 4. dazu kriegen. Ist egal, ob er dann abstürzt und dann zu uns kommt oder so zugelaufen kommt. Kann auch sein, dass wir einen Gefangenen nehmen müssen. Also es ist immer besser, ein Zimmer mehr frei zu haben, als ihr Leute dabei habt. Müsst ihr also auf jeden Fall drauf achten. So, jetzt fangen auf jeden Fall alle an weiter zu buddeln, das ist gut. Wir lassen die Steine jetzt auch erstmal Steine sein, die können sie später wegräumen. Wichtig ist erstmal, dass die Höhle ausgebuddelt wird. Wobei man sieht schon, der Tür, der ist echt hier eine Maschine. In der Zeit, wo er mit einem und nicht mal fertig ist, hat er 2,5 weggeklatscht. Vielleicht lässt er sich ja auch noch auf die andere Seite bekehren, man weiß ja nicht. Die gleiche Frisur haben sie auf jeden Fall schon mal. So, Gibson wurde wahrscheinlich wieder zu häufig zurückgewiesen. Ja, da ist es. Der Schlaf, der ist auch nicht unbedingt der beste aktuell. So, dann haben wir hier die nächsten Befehle. So, dann hier das nächste Räumchen aus, während er dem Hund erfolgreich die Rettung beigebracht hat. Very nice, very nice. Noch einen, dann kann er wenigstens schon mal Leute retten. Diese 7, oder die Zahl, die da steht, die hat was mit den Lerneinheiten zu tun. Das heißt, auch wenn ihr schon Transport 2 von 7 habt, transportiert der Hund trotzdem noch nichts. Das Transportieren geht erst dann los, wenn eben die 7 voll erreicht sind. Ja, wenig Nahrung. Da sollten wir eigentlich auch schon am besten gleich mal ein Herd hinsetzen. Nur zum Start. Dass wir da dann zumindest schon mal kochen können. Den werden wir dann später ohnehin abreißen, weil wir später einen aus Strom brauchen. Oder mit Strom. Am Anfang geht das Ganze auch noch schön ohne. So, wir nehmen auch hier noch eine kleine Fackel. Wobei, es wird dann ja warm drin. Ah, okay, lassen wir das mit der Fackel. So, dann müssen wir hier, wie in jedem Herd, auch erstmal Aufgaben hinzufügen. Das heißt, hier in diesem Fall sind einfache Mahlzeiten. Ganz einfach. Wir produzieren, bis wir 20 Stück davon haben. Das heißt, Gibson kann sich schon mal da dran machen, während wir hier weiter gehämmert kriegen. Also haben wir wenigstens jetzt wieder ein bisschen Nahrung dazu gekriegt. Spicy hat die Rettung gelernt. Wunderbar. Und den können wir dann eigentlich auch schon hier neu installieren. Einmal eine Tür. Und dann in der nächsten Nacht sind die auf jeden Fall schon mal alle separiert. Auch wenn einer dann im Flur schlafen muss, hätten wir die wenigstens schon mal voneinander getrennt. Wir machen wieder auf die dreifache Geschwindigkeit. Gucken mal, was die Nacht bringt.
Aktuell scheint es denen auch allen wieder gut zu gehen. Tiwa eigentlich am besten. Monizan geht so. Gibson ist eigentlich unser Problemfall. Das hatte ich am Anfang schon vorher gesagt, dass er höchstwahrscheinlich am meisten Probleme kriegen wird aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung, die eben nicht zu denen der anderen passt. So, 7 Uhr. Das Bett ist umgebaut. Wähle einen zu. So. Klasse. Dann würde ich auch noch sagen, damit hier unsere Nahrung zumindest nicht so schnell kaputt geht, werden wir hier ein kleines Gebiet hinsetzen. Zumindest hier in den Flur rein ein bisschen. Indem wir nur Nahrung zulassen. Keine Gegenstände, keine Waffen, keine Kleidung, keine Leichen. Die ist eh schon verrottet. Sondern eben nur Nahrung. Und das machen wir da genauso. Eben die Nahrung weg. Und dann wird die Nahrung dahin rüber geschleppt. Und dann ist wenigstens schon mal die Nahrung nicht mehr an den Witterungsverhältnissen ausgesetzt, weil wir die eben überdacht haben. Das heißt, die Überlebensration hält dann ewig und die einfache Mahlzeit, ja, die verdirbt halt, wenn man die zu lange stehen lässt. Aber das macht nichts, die kriegen wir auf jeden Fall noch gegessen. Ah, die Medizin sollten wir auf jeden Fall auch noch. Moment. Medizin nehmen wir auch noch mit. Hergestellt, Medizin, die nehmen wir auch noch mit. Die ist wichtig, das heißt hier auch in dem Fall hergestellt, Medizin weg. Die soll uns definitiv nicht kaputt gehen. Und damit hätten wir schon mal das soweit geschafft. Ja, Stahl geht nicht kaputt, das Silber auch nicht, Holz auch nicht. Ja, Holz verrottet. Aber wir haben es auf jeden Fall verbraucht. So, wenig Medizin, das hat sich jetzt hier auch erledigt. Alle putzen. Wunderbar. Klasse. Dann fangen wir an, auch gleich mal hier noch die ganzen Steine wegzuschleppen. Dann sieht es da wenigstens schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Wir können uns das jetzt mal angucken, wie jetzt hier die Schönheit ist. Jetzt nur noch bei minus 1,3. 1,3 ist es auch 3,7 wegen dem Geröll und dem Dreck. Aber das ergibt sich jetzt dann auch, wenn die ganzen Steine raus sind. Das heißt, jeder kann sich schon mal ein bisschen besser in seinem Gebiet fühlen. Gut, wir machen das hier wieder aus. Nehmen wieder die Befehle und bauen dann die nächsten zwei Räume. Denn wir erwarten eigentlich in den nächsten... Ja, zumindest im nächsten Tag oder übernächsten Tag sollte es irgendeine Aktion geben, mit der wir eine Möglichkeit haben, wieder einen neuen Überlebenden zu unserer Kolonie hinzuzufügen. In der Regel dauert das etwa so, ja, die ersten 3, 4, 5 Tage. Dann kriegt ihr die erste Aufgabe bzw. den ersten zugelaufen. So, die Strukturen. Sehr schön. Sind sogar auf komprimierte Bauteile getroffen. Das brauchen wir auf jeden Fall später für unsere Elektrik. So, das heißt hier... Den können wir auch schon mal neu installieren, direkt. Dann muss Gibson auch wieder nicht mehr draußen schlafen, sondern hat jetzt auch sein eigenes Zimmer. Wundervoll. Und Spicy, unser Wachhund, passt vorne auf den Eingang auf, damit da bloß keiner reingeht. Wobei er eben auch noch nicht zum Kämpfen gemacht ist. Intelligenz ist sehr gut, aber ihr könnt dann hier bei den Tieren eben sehen,
dass er dann eben hier der Kampfmodus ist dann jetzt aktiviert mit Tio zusammen. Jagen oder Tiere zähmen, gut, erfolgt ihm dann auf jeden Fall. Und hier haben wir Bauteile gefunden. Sehr schön. Da sieht man es aber auch zum Beispiel, Kalkstein hat nur 700 Hitpoints, komprimierte Bauteile 2000, Silberader bei 1500. Das heißt, gerade so Sachen brauchen ewig, bis die kaputtgekloppt sind. Das erschwert natürlich dann das ganze Bauen um ein Vielfaches. Aber wichtig ist natürlich erstmal, dass die Zimmer stehen und wir die Leute hier unterkriegen. Man könnte eigentlich auch schon nochmal ein Bett zusätzlich bauen und es frei lassen für den Fall, dass wir da jemanden kriegen. Immer besser vorausschauend zu sein als nachsichtig. Kartoffeln sind bei 70%, das heißt, das reicht leider noch nicht. Wir werden also dann jetzt hier nochmal eine Schlachtbank bauen. Und dann auch die ersten Tiere jagen gehen müssen. Der Alpaka hier zum Beispiel. Oder die Schildkröte. Wenn die schon hier freundlich direkt sich aufhalten. Wir müssen nur mal schauen, wie das jetzt ist. Jagen ist halt nur auf 3. Von Onessan. Na gut, buddeln können auch die anderen beiden. Wir lassen sie erstmal kurz jagen. Sie schnappt uns die zwei Tiere. Oh. Der erste Schuss war so vielversprechend. Und danach ballert sie alles daneben. Ein verrücktes Tier, ein Affe ist verrückt geworden. Okay, ganz am Rand. Das heißt, er kommt uns dann entgegengelaufen. Sofern man sich in seinen Gebäuden aufhält, hat man eben die Chance, auch diesen Tieren auszuweichen. Da ist der Affe. Wir schauen jetzt gerade mal, wen hatten wir hier noch? Ihn. So, wir gehen mit ihm in den Kampfmodus, gehen schnell mal raus, positionieren ihn hier. Sie muss auch in den Kampfmodus und sollte dann versuchen, gleich mal den Affen zu beschießen. Genau. Ah, sogar mit einem Schuss, wunderbar. Dann kann sie ja weitermachen. War gar nicht abzusehen, dass sie das so gut hinkriegt. Ah, wir sollten vielleicht... Ja, wir machen das auch anders, die Tierleichen. Machen wir nicht die hin und die Mechanoid-Leichen. Die werden wir am Anfang sowieso nicht haben. Aber später wahrscheinlich. So, erstmal das Alpaka noch jagen. Ein flinkes Alpaka. Okay, die Tierleichen bleiben da. Und wenn dann hier alles fertig gebaut ist, wird sie sich wieder dran machen, die Tiere auszuschlachten und zu kochen, um Mahlzeiten herzustellen. Wobei, das sollten wir ihr vielleicht... Gibson macht das ja. Eigentlich. Ohne Hitzewelle. Eigentlich macht das ja der Gibson. Warum hilft Gibson beim Bergbau mit, wenn er Kochen als höhere Priorität hat? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Fängt Gibson auch wieder an zu schleppen.
Okay, mal gucken. Einer wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich gleich dazu machen, hier zu kochen. Das ist ungemütlich, sehr hässliche Umgebung. Ah ja, das ergibt sich ja alles. Tragen dann jetzt noch hier die Objekte weg. Kalksteinwände sind hier auch, das heißt, hier ist dann irgendein Gebäude. Naja. Es wird halt auch leider heiß. Hier drin haben wir zwar 27 Grad, draußen aber 43. Wobei in den Räumen selbst geht es eigentlich 25, 27. Hier in der Mitte wird es warm. Heißt natürlich auch, dass unsere Pflanzen langsamer wachsen. Ja, 28, 26 Grad, das ist noch auszuhalten. Jo, damit geht wieder eine Nacht zu Ende. Gut, und ich schaue auf die Uhr und sehe, dass auch wir eigentlich schon wieder gut bedacht sind, damit diese Folge zu beenden. Ich danke euch fürs Zugucken. Jetzt in der Nacht passiert sowieso nicht so viel. Und wir sehen uns dann in der dritten Folge mit dem nächsten Tag. Bis dahin, ciao.